Ja, ist so ein bisschen wie wenn man generell häufig Heißhunger oder so hat. Es gibt die verschiedenen Möglichkeiten. Man kann entweder sagen, ich suche mir eine Alternative, die schokoladenartig schmeckt, wie zum Beispiel ein Schokogeschmackspulver, wie bei Flora Nutris, das Flora Flav pure Schokolade. Das kann man sich ja in Joghurt machen oder über Desserts oder wie auch immer. Oder unsere Flora Cream, die zum Beispiel eine Schokocreme ist, wo kein Zucker drin ist, aber mehr Eiweiß. Also man kann einfach eine Option suchen, wo man sagt, oh, da kriege ich genau das, was mir gut schmeckt, aber gesünder. Oder wenn es wirklich zu viel wird, kann man sagen, was ist die Ursache? Warum ist es denn so, dass ich nicht ohne Schokolade kann? Ja, also fehlt meinem Körper einfach Energie oder habe ich einen Schlafmangel und komme morgens kaum aus dem Bett, wenn ich nicht erstmal Zucker irgendwie reinschiebe, dann muss ich vielleicht einfach besser durchschlafen, früher ins Bett gehen, länger schlafen, die Schlafroutine optimieren. Habe ich zu viel Stress? Versuche ich den Stress zu kompensieren? Oder. Also da müsste man wieder ins Detail gucken, wo kommt es her, dass ich eben immer Schokolade essen möchte. Auch hier wieder führt am besten mal ein kleines Tagebuch, einfach eine Notiz im Handy machen und immer, wenn man Jeeper auf Schokolade hat, einmal aufschreiben, wo bin ich gerade, mit wem bin ich unterwegs, wann habe ich das letzte Mal gegessen, wie fühle ich mich gerade emotional. Und dann, wenn man das ein paar Mal macht, sieht man schnell, ah, es ist immer in Stresssituationen oder immer, wenn ich einsam bin oder immer, wenn ich Langeweile habe oder.